Na gut, den Eimer brauchen wir dann wohl doch nicht. Dann lege ich ihn jetzt zurück. So. Schade. Schade, Marmelade. Diese doofe, fiese, rote Sonne kann ich wohl nicht mit Wasser besiegen. Dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie wir die besiegen können? Am besten, ich frage einfach nochmal den Lunar Moon. Haha, ganz genau. Habt ihr das gehört? Das klang doch genau wie diese fiese rote Sonne. Die muss hier irgendwo sein. Hey, wo ist die denn? Die lacht so doof. Wo ist die denn? Okay, Leute, wir müssen uns hier ranschleichen. Hier irgendwo muss die sein. Okay. So. Wir müssen hier um die Bäume rum, Leute. Aber alle ganz vorsichtig und ruhig. So, hier irgendwo. Wo ist die denn? Okay, wir klettern mal hier hoch. Oh, geh weg. So. Okay, die muss doch hier irgendwo sein. Okay, Leute. Seid mal alle ganz kurz ruhig. Wir hören jetzt nochmal zu. Vielleicht hören wir die Sonne ja nochmal lachen. Okay. Icky, du wirst mich niemals kriegen. Ich habe sie doch ganz laut und deutlich gehört. Okay, das kam, glaube ich, von dieser Richtung hier. So. Okay, Leute, wir müssen auch unsere Rüstung anziehen. Wir wissen ja nie, ob die Sonne vielleicht bewaffnet ist oder nicht. So, Diamantschwert in die Hand. Okay, aber das Diamantschwert bringt ja nichts gegen die Sonne. Oh, total vergessen. Na gut, egal. Besser als nichts. So, dann laufen wir hier lang. Hier irgendwo muss die doch sein. Die fiese Sonne. Ist die hier vielleicht irgendwo? Wo könnte die denn sein? Okay, wir laufen einmal hier vorne rum. Upsi, jetzt habe ich diese Blume hier kaputt gemacht. Oh, wo ist diese Sonne? Wo steckst du? Fiese Sonne! Dreh dich um, Mickey. Geh noch näher dran. Und jetzt guck nach links. Da ist sie ja! Du fiese Sonne! Was machst du da, du fiese Sonne? Greift ihn an, meine Sonnenpriester! Wow, Hilfe! Du fiese Sonne! Und peng! Und ding! Und boom! Haha! Ich hab deinen fiesen Sonnenpriester besiegt! Was tust du jetzt, du fiese Sonne? Jetzt werde ich dich verhaften! Ich habe meine Kräfte wieder zurück! Ich werde bald riesengroß werden! Das wirst du nicht! Ich werde dich einsperren! Ah! Ah! Oh. Die ist verschwunden! Die ist hier abgehauen! Hinterher! Die muss hier runtergegangen sein! Hey, du Fiesling! Und peng! Peng! Und verschwinde! Zack! Und mit der Faust! Haha, wir haben ihn ja super duper easy besiegt! So, das muss weg! Okay, die muss hier runtergelaufen sein, oder? Wir hören jetzt mal hin! Die haut ab! Hinterher, Leute! Aber ganz schnell! Oh? Du warst das! Oh, du doofes Huhn! So, ganz schnell hinterherlaufen, Leute! Wow! Peng! Zack! So, ja! Und gleich haben wir ihn! So, die hat hier ganz viele Sonnenpriester platziert! Und hey, Freunde! Freut mich wirklich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt! Vergesst auf jeden Fall nicht jetzt schon mal, den Kanal zu abonnieren und trotzdem auf die Glocke zu drücken, damit du ein Teil der Icky Army wirst, der coolsten Army auf ganz YouTube. Und wenn du hier in den Kommentaren angezeigt werden möchtest, dann gib jetzt dem Video erstmal einen Daumen nach oben, dann wird man dich loben und schreib in die Kommentare Icky Army oder etwas anderes Liebes und dann kann ich dich auch grüßen. So Leute, wir müssen jetzt hier weiterkämpfen. Da sind doch noch die nächsten Gegner. Hey ihr Sonnenpriester. Was habt ihr da auf dem Rücken? Zack. Und ihr habt da so komische Zeichen auf dem Rücken. Wow. Und peng. Oh Gott, nur noch zwei Herzen. Und verdufte. Verdufte. Boah, das war krass. Okay, wir müssen jetzt ganz dringend hier rauslaufen. Wir müssen unbedingt die Hilfe vom Lunar Moon holen, denn der Lunar Moon weiß, wie man die Sonne besiegt. Aber der ist oben am Himmel. Wir müssen ihn runter auf die Erde holen. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. So. Das wird super cool, wenn wir es schaffen, den Lunar Moon wieder zurück auf die Erde zu holen. So, okay. Ich höre doch hier irgendwo die Sonne, oder? Könnt ihr die auch hören, Leute? Moment mal, das ziehe ich mal ganz kurz aus. Ich höre die hier irgendwo.
Auf dem Dach bin ich jetzt. Auf dem Dach ist die jetzt. Hinterher. Ganz schnell. So. Und zack. Haha, hab ich dich, du fiese Sonne. Nein, die ist wohl doch nicht hier. Ach, na gut, dann warten wir jetzt einfach mal und machen ein kurzes Nickerchen, bis der Lunar Moon wiederkommt. Wow, hab ich mich gerade erschreckt. Hey, Lunar Moon, komm runter zur Erde. Icky, ich brauche deine Hilfe, um auf die Erde zu kommen. Lunar Moon, was soll ich denn tun? Ich habe keine Idee, wie ich dich runter zur Erde holen soll. Ich kann gegen die Sonne gewinnen, wenn wir zusammen kämpfen. Hol mich auf die Erde, Icky. Oh, okay, Lunar Moon, ich gebe mein Bestes. So, und zack. So, wir laufen jetzt mal ganz schnell rüber zu Luki, zu Lex Roboter. Der kann uns ja helfen. Luki ist ja jetzt böse geworden. Der ist jetzt auf der Seite der roten Sonne. Ich verstehe nicht, warum. So, Lunar Moon, ich gehe jetzt hier rein und werde Hilfe holen. Mach dir keine Sorgen. Und zack. Und so. So, wir fragen jetzt Lex Roboter. Der hat bestimmt eine Idee, wie wir den Lunar Moon in Mini machen können. Das wird super cool. Dann wird der Lunar Moon klein und da kann er mit mir rumlaufen. Oh, das wäre richtig cool. So, runter. Zack. So. Und. Oh, die Tür ist ja schon offen. Und Sesam, öffne dich! Haha! Hey, kleiner Roboter! Hast du noch einen Schrumpfstrahler? Ich möchte ganz gern den Lunar Moon klein machen. Nein, du hast keinen Schrumpfstrahler mehr. Na super, Leute. Der hat keinen Schrumpfstrahler. Was sollen wir denn tun? Icky, es gibt einen Ritual, du kannst einsetzen, um Lunar Moon zu beschwören. Hey, ein Ritual? Danke für deine Hilfe, Roboter. Okay, dann werde ich es mal ausprobieren. Dazu muss ich runter in die Kirche, oder? Ja? Okay, Leute. Wir können den Lunar Moon mit Hilfe eines Rituals zurück auf die Erde holen. Okay, dann werden wir das jetzt mal ausprobieren. Und hochkatapultieren! Autsch! Oh. Okay, Lunar Moon. Ich werde dich jetzt runter zur Erde holen. Warte bloß auf mich. Und... Autsch! Ah, das tat total weh. So, schnell in die Kirche laufen. Zack. Und so. So, da draußen ist jetzt der Lunar Moon, Leute. Und den werden wir jetzt in klein machen. So. Und zack. Schrumpfmond, das brauchen wir. Und jetzt müssen wir hier runter. So. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Haha! Jetzt bin ich unten. So, Leute, jetzt habe ich hier ein Amulett. Damit kann ich den Mond schrumpfen. Und danach wird er kommen und er wird mir helfen, diese fiese Sonne zu besiegen. Das wird super duper cool, Leute. Okay, so. Wir müssen jetzt auf Seite 4 umblättern. Zack. So, Seite 4. Jetzt müssen wir da vorlesen, was da steht. Humba Bumba Bay. Humba Bumba Bay. Wir müssen den Tanz auch ausführen. Humba Bumba Bay, Majora's Mask, Moon, werde klein. Moon, werde klein. Lunar Moon, werd klein, na los! Ist er jetzt da? Lunar Moon? Ihr müsst jetzt alle dem Video einen Daumen nach oben geben, damit wir den Lunar Moon beschwören können. Der muss jetzt kommen, Leute. Gebt jeder einen Daumen nach oben, dann schaffen wir's. Los, Icky Army muss zusammenhalten. Jeder darf ein Teil der Icky Army sein. Einfach nur dem Video einen Daumen nach oben geben. Los! Der müsste doch jetzt eigentlich kommen. Ich versteh's nicht. Was sollen wir denn tun? Das funktioniert ja gar nicht. Mann, das ist ja total doof. Wieso funktioniert das nicht? Hey! Okay, vielleicht funktioniert das ja jetzt. Lunar Moon, da bist du ja. Es hat geklappt. Was ist hier los? Oh, Icky, du hast es geschafft. Ich bin jetzt klein. Oh yeah, wie cool ist das denn? Der Lunar Moon ist endlich klein. Wir haben es geschafft, Leute. Hey, da ist er ja. Leute, richtig cool. Der Lunar Moon kann uns jetzt helfen, diese fiese Sonne zu besiegen. Oh yeah. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht im nächsten Video, dann abonniere jetzt den Kanal, drück rechts auf die Glocke, damit du das morgige Video auf keinen Fall verpasst und gib dem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich super duper freuen. Und es würde auch cool sein,
wenn du jetzt meine alten Videos anschauen könntest. Yeah! Bis morgen, Freunde! Tschüssi!